Schwuppdiwupp. So, zurück bei Let's Play Serious Sam's Next Encounter. Was haben wir denn jetzt für einen Unfug hier? Yuhuan, kaiserliche Gärten. Willkommen in den privaten Gärten der kaiserlichen Familie. Erbaut von der berühmten Ming-Dynastie. Die Harmonie und der Frieden, die normalerweise an diesem Ort der Stille herrschen, sind durch die Gegenwart unseres Feindes zerstört worden. In der Mitte dieser Gärten befindet sich, ja, das Ding da halt, ne? Der Palast der himmlischen Reinheit. Und in diesem Palast ist das Zeitschloss, das wir suchen. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wohin dieses Zeitschloss führt. Also halte dich nicht zurück und zerstöre alles, was sich zwischen dich und unser Ziel stellt. Jemand verdient eine saftige Abreibung. Also je schneller wir die Sache klären, desto besser. Trotzdem gern die Uzis. Hua. So, haben wir es jetzt? Ja. Was rumpelt denn da? Play dead, bitch. Du für ein Viech. Well, that's flaming ridiculous. Phoenix Bomber, gezüchtet aus Phoenix Eiern, die Mäntel dem Feuergott Zuron gestohlen hatte. Der Phoenix Bomber wird auf dem Schlachtfeld eingesetzt, um die Gegner mit seinem unerschöpflichen Vorrat an Bomben einzudecken. Er wirft einen riesigen Schatten auf seine Feinde und ist ein äußerst effektives Mitglied der Luftwaffe von Mäntel. Und es ist empfehlenswert, ihn so schnell wie möglich abzuschießen, bevor man seinen Bomben zum Opfer fällt. Metabolismus, Flammenadler, Wahrnehmung, magisches Wesen, Durchhaltevermögen groß, Größe 6 Meter Flügelspannweite, Waffen, magischer Feuerbomber, Bedrohung groß, Punkte 1500. So. Na, die Statue erwacht noch garantiert gleich zum Leben. Somebody forgot to water the garden. Thank you.
So, haben wir das jetzt? Hier ist noch ein Affe. Ach, da hinten. Okay. Noch ein Pfeil hier irgendwo? Nee. Ist das Türchen jetzt aufgegangen? Ja. So eine fette Rüstung wäre schön. So, jetzt. Yeah!
fehlt so ein bisschen die Plasmakanone. Die war doch irgendwie immer so ein fester Bestandteil. Mann, ja. Gerade laufen ist echt nicht einfach. Ich weiß, dass ich da noch einen übersehen habe. Egal. Hä? Ging hier nicht die Tür auf? Nee, nicht Raketenwerfer. Hä? Ach, dahinter ist noch was. Okay, die Knarre bringt gar nichts. Ach so, das war wieder ein Schlüssel, den ich eingesammelt habe.
Okay. Ach so, einmal zurück. Ja. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt komme ich hier in die Pagode rein. Oh, wie schön. Wie schön. Nee, wir nehmen mal so. Ah! Schön. So, da ich mein Glück kenne und das nächste Level garantiert wieder eine halbe Stunde oder so dauert, weil ich einfach mich zu blöde anstelle, machen wir das diesmal im nächsten Video. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis gleich.